Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge des Leidens des Christus und der Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbart geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Liebe Geschwister, wir haben uns schon etwas mit diesem Text beschäftigt, im Zusammenhang die Aufgaben der Hirten, die Wahl der Hirten, die Hirten für die Gemeinde, welche Aufgabe sie tun sollten. Wir haben uns damit beschäftigt, was sie tun. Und so sind wir auch zu diesem Text gekommen. Vorletzten Sonntag haben wir einen Hintergrund uns erarbeitet zu diesem Text. Und ich möchte da hineinnehmen und heute mit euch die ersten zwei Verse aus diesem Text anschauen. Nicht komplett, das wäre zu schnell, denn es ist Gottes Wort und es ist reich. Und da tue ich mich schwer, zu schnell drüber diesen Text zu gehen und zu schnell über diese Dinge zu fliegen, so dass wir nichts verpassen. Und so möchte ich euch in diese ersten zwei Verse mit hineinnehmen. Wir haben, wie gesagt, vor zwei Sonntagen angeschaut, wer diesen Brief schreibt. Das ist der Petrus. Der Petrus, der selbst gedemütigt werden musste, der selbst geläutet werden musste, um die Schafe und um die Lämmer Jesu zu weiden. Das ist der Petrus, der diesen Brief schreibt. Und heute wollen wir uns anschauen, an wen er schreibt. Und vor allem in diesem Kapitel 5, an wen er sich da wendet. Petrus trägt selbst sehr viel Sorge um die Gemeinde. Er hat den Auftrag nicht nur als Ältester, sondern auch als Apostel für die Herde und für die Herde Jesu Christi zu sorgen, sie zu weiden und sie zu hüten. Diesen Auftrag hat er bekommen. Auch das haben wir uns angeschaut in Johannes Evangelium Kapitel 21. Dieses dreimalige Wiederherstellen, diese dreimalige Frage, hast du mich lieb, liebst du mich? Und dann der Auftrag, hüte und weide meine Schafe, meine Lämmer. So, das tut Petrus hier. Und die Petrusbriefe, die wir hier haben, 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief, zeigen uns, in welcher Art und Weise er diese Aufgabe wahrgenommen hat und sie ausführt. Das ist Petrus sorgt sich um die Gemeinde Jesu, er sorgt sich um die Herde, denn die Situation ist alles andere als rosig. Er richtet sie aus, er ermutigt sie, er stärkt sie, er malt ihnen die lebendige Hoffnung vor Augen und bittet sie, haltet aus, bleibt dran. Das ist die Aufgabe des Hirten. Er schaut, dass die Schafe sich nicht zerstreuen, dass die Schafe nicht zerrissen werden, dass die Schafe sich nicht verirren und sondern Nahrung bekommen, auch Orientierung bekommen. Und das macht er. Er übt letztendlich selbst diesen Hirtenauftrag aus, indem er diesen Brief schreibt. Drei Dinge, die ganz kurz ich euch kurz erinnern möchte, die deutlich werden in dem Brief, welche Gefahren die Gemeinde ausgesetzt sind. Petrus schreibt an die Gemeinde, die starke Angriffe erfährt in dieser Zeit. Die Verfolgung ist schon im Gange und sie müssten schon einiges erleiden. Und er weiß darum, er weiß, dass der Glaube sehr intensiv auf die Probe gestellt wird. Und so muss er diese Schafe hüten, er muss auf sie aufpassen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Konflikte, Glaubenskonflikte der Christen, vor allem der Wiedergeborenen, die Sklaven, die zum Glauben kamen und jetzt ihren Sklavendienst tun müssen und diese Herren alles andere als gut sind. Er schreibt darüber in Kapitel 2, genau in Kapitel 2, Vers 18, sagt er, ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht dem Herrn, unter nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und das ist die große Herausforderung. Wenn wir gut behandelt werden, dann können wir unseren Glauben leben. Und das ist nicht so schwierig. Schwierig wird es dann, wenn Ungerechtigkeit geschehen. Im übertragenen Sinne, wenn die Arbeitgeber, bei denen wir als Arbeitnehmer unterwegs sind, wenn da Ungerechtigkeit geschehen sind und wo wir sagen, da können wir nicht mit und da rebelliert alles. Und wenn Unrecht an uns geschieht und Petrus fordert auf, in allen und allen, also in allen Dingen sich den unterordnen und allen sich unterordnen, nicht nur den Guten, auch den Bösen. Das fordert eine Menge an Glauben heraus und Standhaftigkeit und Hoffnung und Glaube und Treue, oder? Das war sehr schwer für die Sklaven, ihren Glauben unter diesem in der Sklaverei zu leben.
Interessanterweise, nur nebenbei, fordert weder Petrus noch Paulus zu sagen, jetzt rebelliert, oder? Er hat nicht aufgefordert, jetzt geht auf die Straßen und befreit euch und kämpft für die soziale Gerechtigkeit, schafft die Sklaverei ab. Macht er nicht. Im Gegenteil, er sagt, ordnet euch unter, auch den Bösen. Das setzt viel Glaubenskonflikte voraus, viele Kämpfe. Das Gleiche aber in der Familie. Frauen kamen zum Glauben, ihre Männer nicht. Und auch das hat viele Schwierigkeiten ausgelöst. Da den Glauben zu leben, den Glauben zu bewahren, auch bei den guten und bei den schlechten Männern, das war schwierig für sie. Das ist dann Kapitel 3. Petrus spricht darüber, den Glauben, und er bittet die Schäfchen und die Lämmchen, bleibt dran, lasst euch diese Verfolgung oder lasst euch diese Kämpfe, lasst euch diese Schwierigkeit, lasst nicht dazu, dass diese Dinge euch abbringen vom Glauben, und er richtet sie aus. Und dann geht er weiter und spricht über den Kampf in der Welt, er spricht über den Hass, über die Verfolgung, über die Verspottungen. Also der Gemeinde ging es alles andere als gut, sie war angegriffen von außen und von innen. Und ich denke, dass Kapitel 4, Vers 12 es sehr gut zusammenfasst, dieses Leiden. Er schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begehe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. So, und dann Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit in Gottes ruht auf euch. Also er spricht von den Verfolgungen, von den Schmähungen, von den Leiden und spricht, und sagt, das soll uns nicht überraschen, sondern das geschieht, um uns zu prüfen, um uns zu läutern, damit wir als echt und als wahr offenbar werden. Also die Gemeinde erfährt sehr intensiven Angriff von außen. Ich denke, ähnlich in unserer Zeit, und wir spüren, das wird immer mehr, es wird immer intensiver, es wird wirklich sehr, die Kämpfe werden immer mehr, immer häufiger. Und die Gemeinde muss da bewahrt werden, die muss im Glauben bleiben. Aber das ist nicht alles, sondern es gibt auch Kämpfe von innen. Auch das ist nichts Neues. Schaut mal in Kapitel 5, das ist unser Abschnitt. Es gab Kämpfe, die unter anderem auch mit jungen Gemeindemitgliedern. Ich möchte euch das vorlesen, Kapitel 5, Vers 5. Ebenso die Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Es gab Konflikte, es gab Auseinandersetzungen, auch in der Gemeinde. Die jüngere Generation wuchs nach und sagte, das geht ja gar nicht, was die Alten so machen. Kenne ich selber, mit 22 Jahren wurde ich als Diakon damals berufen in die Gemeinde, und dann habe ich gekämpft und gesagt, das geht ja gar nicht. Und es war keine einfache Zeit und es war eine sehr wichtige Lernzeit. Und so entstanden auch Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde. Die anderen haben sich über den anderen gestellt und die Jüngeren wollten die Leitung der Ältesten nicht akzeptieren. Die Ältesten wollten nicht einfach so zulassen, dass die Jüngeren da dominieren und sich aufspielen. Und so kamen Kämpfe und statt Demut gab es Hochmut. Das hat die Gemeinde sehr stark angegriffen. Petrus spricht konkret darüber. Das ist aber noch nicht alles. Er sagt, er weiß, woher das kommt, und das ist sehr wichtig. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 6, schreibt er weiter und sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also keiner soll sich selbst erhöhen, Gott erhöht, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, nämlich auf Gott. Denn er ist besorgt für euch. Und warum? Vers 8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So, der Teufel sucht jede Gelegenheit, um die Schafe zu zerstreuen. Wenn er es nicht von außen schafft, dann probiert er es von innen. Und Petrus weiß das zu gut, oder? War er nicht ein Jüngling, ein recht Jünger, und sagte, Jesus, für dich bis in den Tod? Wenn die anderen versagen, ich nicht. Petrus weiß ganz genau, was es heißt, hochmütig zu sein und was es heißt, gedemütigt zu sein und was es heißt, dass der Satan Menschen, Gemeindemitglieder gebrauchen, manipulieren und instrumentalisieren kann, um seine Ziele zu verfolgen. Ich denke, ihr könnt euch an die Begebenheit erinnern, als Jesus ankündigt, dass er leiden und sterben wird. Und was sagt Petrus? Das widerfahre dir bloß nicht. Und was ist die Antwort Jesu?
Er dreht sich um und sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Ist Petrus Satan? Niemals. Aber was passiert hier? Der Satan instrumentalisiert, gebraucht Petrus, um Jesus von seinem Ziel abzubringen. Jesus hat gesagt, Petrus, Petrus, der Satan hat begehrt dich zu sieben mit den Weizen. Petrus weiß es und er sagt, bitte demütigt euch, nicht Hochmut. Hochmut ist die Falle, die der Satan gebraucht, um die Gemeinde von innen zu zerstören. Leiden, Verfolgung ist das Mittel von außen. Überheblichkeit, der andere hält sich höher als den anderen, das ist die Gefahr, die von innen droht und der Teufel gebraucht diese Dinge. So, das sind Leiden, die Gemeinde, mit der sich die Gemeinde auseinandersetzen muss und die in der Gefahr die steht. Und Petrus als guter Hirte kämpft dafür und versucht eben diese Hirtenfunktion auszuüben. Dazu kommen noch Irrlehren und Angriffe von außen, falsche Auslegung der Schrift. Das wird deutlich übrigens im zweiten Brief, das nur ganz kurz. Im zweiten Brief, Petrus sagt später auch eben Kapitel 3, diesen zweiten Brief habe ich euch geschrieben, also das sind, die Briefe gehören ebenfalls zusammen. Und im zweiten Brief, Kapitel 2, schreibt er und sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Petrus warnt und er sagt, es falsche Lehrer gab es im Volk Gottes und die gibt es auch in der Gemeinde. Und ein Kennzeichen falsche Lehrer sind heimlich einbringende Parteiungen. Das heißt, es geht ihnen um sich und die wollen die Gemeinde an sich binden und für sich positionieren. Und wenn es geht, dann verlassen sie und nehmen die mit, die für ihn sind. Das ist ein Kennzeichen falscher Propheten. Es geht nicht um Jesus, es geht nicht um sein Leib, es geht um die Reinheit und Heiligkeit, um die Einigkeit, sondern es geht um sie und ihre eigenen Positionen und Meinungen. Und Petrus weiß das und sagt, er warnt, das sind falsche Wölfe, also falsche Schafe, Wölfe im Schafspelz. Das sind die Angriffe der Gemeinde, von außen, von innen, durch falsche Lehre. Es wird noch mehr deutlich in Kapitel 3, im zweiten Petrusbrief. Schreibt Petrus was Wunderbares und Tröstendes, aber auch zugleich Ermahnendes, ab Vers 15, Kapitel 3, ab Vers 15. Und seht in der Langmut unseren Herrn Jesus die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nachdem ihm gegeben Weisheit, euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus sagt, schaut, auch Paulus hat über diese Dinge geschrieben. Und nebenbei, Petrus kennt schon die Briefe des Paulus und sieht sie als Schrift an. Das ist wunderbar. Und er sagt, aber die Ungefestigten und Unwissenden, die verdrehen das. Sie bringen Irrlehren in die Gemeinde, indem sie die Schrift falsch auslegen. Und nicht nur die Briefe von Paulus, sondern auch die übrigen Schriften, das sind die Briefe des Alten Testaments. Sie lehren das Alte Testament falsch, sie lehren das Neue Testament falsch. Und das ist gefährlich für die Gemeinde. Also das sind die Dinge, das ist der Hintergrund. Und Petrus als ein Mithirte, ein Mitältester, und Apostel nimmt die Aufgabe wahr und richtet diese Gemeinde aus und richtet die Gemeinden aus und schreibt ihnen und will sie stärken. Aber er will nicht nur die Gemeinde ermahnen zum Durchhalten, er will nicht nur die Gemeinde ausrichten, sondern er will genauso auch die Ältesten ausrichten, die bei der Gemeinde sind und damit sie genau deswegen die Herde schützen und weiden und beschützen. Und das ist unser Abschnitt, Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Vers 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich. Jetzt wendet sich Petrus speziell an die Ältesten. Bis dahin hat er zu der ganzen Gemeinde gesprochen. Und jetzt sagt er, und jetzt bitte, im Hintergrund dessen, was die Gemeinde für Anfechtungen und für Kämpfe und Schwierigkeiten, bitte ich euch, passt auf, ihr Ältesten. Das ist so das Ende vom Brief, er kommt zum Schluss und bevor er zum Schluss kommt, erinnert er nicht nur die Gemeinde,
ihrer Berufung entsprechend zu leben. Er erinnert auch die Ältesten, ihre Aufgabe wahrzunehmen, zu der sie berufen worden sind. Die Ältesten unter euch nun, wir können es anders übersetzen, darum bitte ich euch Älteste, aufgrund dessen, was bis jetzt ich euch geschrieben habe und gezeigt habe, welche Kämpfe wir als Gläubige haben, bitte ich euch nun, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Er wendet sich speziell an die Ältesten. Ich will an dieser Stelle wiederum nicht zu schnell sein und euch darauf hinweisen, beachtet, dass er an die Älteste schreibt. Er schreibt nicht an einen Ältesten. Er sagt, die Älteste unter euch, das ist Mehrzahl. Nun, man könnte sagen, es ist daher eine Mehrzahl, weil er an viele Gemeinden schreibt. In Kapitel 1, Vers 1 werden diese Gemeinden aufgezählt, beziehungsweise die Orte der Gemeinden. Da steht es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, in Bithynien. So, man könnte meinen, er schreibt einfach an die Ältesten in jeweils einem Ort. Also der Älteste aus Pontus, der Erste aus Galatien, der Älteste aus Asien und an die könnte er schreiben. Könnte sein, aber wenn man das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments bemüht, aber auch des Alten Testaments, werden wir merken, dass das Neue Testament keine Ein-Mann-Ältestenschaft kennt. Wenn Petrus sich an die Älteste wendet, dann wendet er sich an die Ältesten der Gemeinde. Es ist, die Ältesten bilden immer eine Gruppe. Die Leitung der Gemeinde ist nie einem übergeben. Es gibt nur einen, dem die Leitung übergeben ist, und das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist das Haupt. Die Leitung ist nicht einem gegeben, sondern mehreren. Es ist immer eine Gruppe. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments in der Gemeinde. Das hat mehrere Gründe. Die erste Erwähnung der Ältesten im Neuen Testament finden wir in der Apostelgeschichte. Ich will ganz kurz euch diesen Überblick zeigen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 30, finden wir die erste Erwähnung der Ältesten im Neuen Testament. Also wir sind bei der Gründung der Gemeinde in der Apostelgeschichte. Und da begegnen uns schon Älteste in der Zeit, wo es sogar Apostel gab oder in der die Apostel wirkten. Kapitel 11, Vers 30, ich hoffe, ja, das muss es. Da heißt es, das taten sie auch, indem sie durch die Hand des Barnabas und Sauls an die Ältesten sandten. Da gibt es eine Hungersnot, wird verheißen, und Barnabas und Paulus bringen eine Gabe in die Gemeinde nach Jerusalem und senden sie zu den Ältesten. Hier ist eine Gemeinde in Jerusalem und diese Gemeinde hat nicht einen Ältesten, sondern sind mehrere Älteste. Das findet ihr auch in Kapitel 14, finden wir einen weiteren Hinweis auf Älteste. Paulus auf seiner Missionsreise, gründen Gemeinden und auf der Rückkehr, wenn sie zurückkehren, stärken sie die Gemeinden, richten sie nochmal aus und setzen Älteste ein. Nur nebenbei, nachdem Paulus die Gemeinde gegründet hat, warum haben sie nicht sofort Älteste eingesetzt? Warum machen sie erst eine Reise, gründen viele Gemeinden und auf der Rückreise fahren sie wieder zurück, die Zeit ist vergangen und dann setzen sie Älteste ein? Weil sie sich bewähren mussten. Man musste sehen, sind sie tauglich oder nicht. Das hat was mit unserem Text aus dem Petrusbrief zu tun. Also auf der Rückreise stärken sie, und dann heißt es Vers 23, Kapitel 14, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie und fasten und befahlen sie dem Herrn. Das ist die Aufgabe, sie setzen Älteste ein, im Gebet, fasten und beten, befehlen sie ihm den Herrn Jesus Christus und diesem Dienst an. In jeder Gemeinde wurden Älteste eingesetzt. Das ist Gottes Wille. Es braucht Älteste, es braucht Hirten, aber auch hier nicht einen Ältesten. Älteste, es ist immer eine Personengruppe. Das Gleiche findet in Kapitel 15, müssen wir gar nicht weit blättern. Das erste Konzil, das erste Zusammentreffen aller Ältesten und Aposteln in der Besprechung einer schwierigen Frage, müssen die Heiden das Gesetz halten oder nicht? Und dann treffen sich und dann alle zusammen und dann heißt folgendes, Kapitel 15, Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und es ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, das ist auch ermutigend, dass auch bei Paulus und Barnabas und damaligen Ältesten ein nicht geringer Wortwechsel stattfand. Also auch die kämpften miteinander. So,
ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten. Und hier taucht immer wieder in Vers 3, Vers 4, Vers 6 permanent Apostel, Älteste und Apostel. Älteste und Apostel. Jerusalem Gemeinde kannte Älteste, obwohl in dieser Zeit Petrus, Johannes als Aposteln und alle anderen dienten. Es gab Älteste in der Gemeinde, es ist von Gott verordnet. So finden wir viele Hinweise und das in Kapitel 20 möchte ich noch einen kurzen Hinweis euch geben. Paulus kehrt zurück von der dritten Missionsreise. Er weiß, dass er nicht mehr so reisen wird können wie bisher. Er möchte nach Jerusalem. Er weiß, er wird dort gefangen genommen werden und wird vieles leiden. Und bevor er nach Jerusalem fährt, fährt er an Ephesus vorbei und er lässt die Ältesten zu sich holen. Und dann heißt Kapitel 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Also er fuhr an Ephesus vorbei, da gab es eine Gemeinde und dann rief er nicht den Ältesten von Ephesus zu sich, sondern die Ältesten. Es war eine Gruppe. Ich denke, das ist jetzt nichts Neues, aber ich möchte es von der Schrift zeigen. Das heißt, wenn Petrus schreibt, die Ältesten unter euch, dann spricht er zu einer Gruppe. Es hat mehrere Gründe, warum Gott es so gewollt hat und warum er der Gemeinde und den Gemeinden eine Personengruppe gegeben hat, die Gemeinde leiten und nicht einen einzigen. Zu einem ist es zum Schutz für die Gemeinde, aber auch zum Schutz für den Ältesten. Es ist zum Schutz der Gemeinde und zum Schutz der Ältesten. Zum Schutz der Gemeinde, warum? Das schützt vor Unausgewogenheit. Denn Gott hat nicht allen die gleichen Gaben gegeben. Es ist nicht so, dass ein Ältester alle Gaben hat. Er ist nicht zugleich Lehrer und Evangelist. Zugleich hat er die Gabe der Leitung oder der Dienste, der Weissagen, der Erkenntnis. Gott teilt Gaben, wie er will. Und er gibt nicht einem alle. Das wäre sehr gefährlich, weil dann würde der eine sich über alle überheben und sagen, okay, habt ihr alle Gaben? Nicht, ich habe sie alle. Oder hat er hoffentlich nicht alle. So, das macht Gott nicht, damit keine Spaltung im Leib entsteht, damit sich der andere nicht über den anderen überhebt. Gott gibt nie einem alle Gaben, sondern er verteilt sie, wie er will. Das macht uns abhängig voneinander. Und das schützt die Gemeinde vor eben Hochmut und von dem, ich stelle mich über den anderen und sage, ich bin mehr wert, ich bin besser, mein Dienst ist wertvoller. Es schützt die Gemeinde. Es schützt die Gemeinde vor Ausgewogenheit, aber genauso schützt das die Gemeinde von einer ungesunden Herrschaft, von einer Dominanz einzelner Personen, einzelner Hirten, die meinen, ihr Gemeindebild, ihr Selbstwert oder ihr Traum zu verfolgen. Es gibt einige, die haben eine Vision und die hätten gerne eine Gemeinde und dann gründen sie eine Gemeinde und machen sie ihre Gemeinde, wie es ihnen gefällt. Und das in ähnlicher Weise, wenn es aber in der Gemeinde es nicht so läuft, wie es mir gefällt, dann mache ich meine eigene Gemeinde, wie es mir gefällt. Oh, glaubt mir, manchmal würde ich das gerne tun, aber das darf ich nicht. Es würde viel einfacher laufen. Das ist nicht Gemeinde. Die Gemeinde gehört keinem. Die gehört Jesus. Und da, wo die Gemeindeleitung nur auf eine Person fixiert ist oder nur von einer Person geleitet wird und im besten Fall liebt er Jesus und dient ihm von ganzem Herzen und das wird gut. Im schlechtesten Fall geht es nur um Selbstverwirklichung und dann herrschen die mit Gewalt und Macht. Das ist, was wir Sekte nennen. Ja, die bringen sie unter ihre Herrschaft. Gott setzt eine Gruppe in die Gemeinde, Älteste. Petrus sagt, an die Ältesten der Gemeinde, hütet, an die Ältesten, eine Gruppe. Gott teilt aus. Und wie gesagt, nicht allen die gleiche Gabe, das macht uns voneinander abhängig. Ich möchte, es gibt eine Füllanstelle, Römer Kapitel 12 kann man sich anschauen, 1. Korinther Kapitel 12 kann man sich merken, beide Kapitel 12 beschreiben die gleiche Thematik. Epheserbrief Kapitel 4
Und all diese Stellen können wir uns anschauen. Ich möchte nur eine aus Zeitgründen euch zeigen. Und ich halte sie für sehr wichtig. 1. Korinther Kapitel 12. Diese Stelle möchte ich kurz mit euch anschauen. Die richtet uns gut aus. Der ganze Kontext, der ganze Zusammenhang Kapitel 12 bis 14 geht um Geistesgaben. Wie gehen wir richtig damit um? Und ich möchte ab Vers 1 lesen. Was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also es ist etwas, was die Gemeinde wissen muss. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehört, zu den stummen Götzen hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer nur im Heiligen Geist. Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheit von Diensten. Und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird durch die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Der Geist gibt diese Dinge. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis, nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Niemand sucht sich aus und sagt, ich würde gern das sein. Ich hätte gern die Gabe, ich würde gern diesen Dienst machen. Es ist die Gabe Gottes durch seinen Geist, wie er will. Wie er will. Das ist so wichtig. Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Habt ihr einen Leib, einen Körper gesehen, nur mit einem Fuß? Dass der Leib nur eine Hand ist? Das ist ein komischer Leib. Sagt auch Paulus, es gibt keinen Leib, der nur eins ist. Das heißt, in einer Gemeinde sind nicht alle Lehrer. In der Gemeinde sind nicht alle Hirten. In der Gemeinde sind nicht alle Evangelisten. In der Gemeinde sind nicht alle Gaben. Jeder hat nicht alle Gaben. Und der Segen beruht nicht darin, ja, wir müssen alle, ich sage jetzt, wir müssen jetzt alle Hirte spielen. Weil es ist ja ein allgemeines Priestertum. Und wir müssen ja uns bereichern. Nein. Dem einen ist das gegeben, dem anderen ist das andere gegeben, dem anderen nochmal etwas gegeben. Und wenn jeder den Teil dazu beiträgt, den er von Gott bekommen hat und das einbringt, das gibt Segen für die Gemeinde, dann ist der Leib komplett. Nicht alle sind Hand. Nicht alle sind Fuß. Und je mehr Fuß sind, umso schöner der Leib. Nein. Wenn alle 10 dran sind, dann ist schön. Schaut mal, es heißt Folgendes. Ich lese ab Vers 15. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört deswegen ja nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen im Leib, wie er wollte. Noch einmal, wie er wollte. Paulus sagt deutlich, nicht jeder ist alles, aber jeder tut das, was Gott will. So entscheidend. So entscheidend. Unsere Aufgabe ist, zu sehen, was Gott will und da uns einzubringen und ihn da zu dienen und zum Segen beitragen. Und nicht neidisch aufeinander sein. Nicht vergleichen. Wer sich vergleicht, schneidet immer, es wird immer ungesund. Denn wenn man sich vergleicht, dann kommt Folgendes dabei raus. Entweder ist man nicht so gut und das ist sehr deprimierend. Dann kommt nämlich Neid auf. Aber wenn man besser ist, dann kommt
Hochmut raus. Vergleichen ist nie gut, ist nicht geistlich. Jeder nimmt den Teil und den Platz an, den Gott ihm bestimmt hat. Und jeder hat einen Platz. Jeder in der Gemeinde. Vers 19. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wie das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächeren zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger erhaben am Leib zu sein erscheinen, die umgeben wir mit großer Ehre und unsere Nicht-Anständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei. Das ist das, was Paulus im 1. Korinther in dem Kapitel 1 sagt, dass Gott das Schwache auserwählt hat. Und das Arme auserwählt hat. Und das Nichtbedeutende auserwählt hat. Er hat irgendeinen Hansels genommen, der nichts taugt, und hat gesagt, du darfst jetzt lehren. Wow. Das ist Gnade. Er hat irgendeinen anderen genommen, der nichts taugt, und sagt, du darfst jetzt leiten. Damit man sich nicht überlegen soll. Ja klar darf ich leiten, weil ich bin ja wer. Ich habe ja die Begabungen, ich habe ja die Fähigkeiten, ich habe das gelernt, ich habe das studiert. Im Beruf habe ich habe meine Leute unter mir. Ich weiß, wie man eine Abteilung führt. Nein, Gott sucht genau nicht die aus, sondern andere, damit keine Überheblichkeit entsteht, damit keine Spaltung in der Gemeinde entsteht. Das Schwache hat er auserwählt. 1. Korinther Kapitel 1. Damit sich keiner überhebe. Ich möchte euch Vers 28 vorlesen. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Was würden wir antworten? Nein, das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist klar. Alle Lehrer? Nein. Haben alle Wunderkräfte? Auch nicht. Wir hätten manchmal gern wenigstens einen. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Auch davon hätten wir gern mehr. Reden alle in Sprachen? Legen sie alle aus? Nein. Die Antwort ist nein. Mir geht es nicht darum, um die Gnadengaben jetzt durchzusprechen. Der Punkt ist, nicht jeder ist alles und nicht, der Leib besteht nicht alles aus Aposteln, der Leib besteht nicht alles aus Hirten. Nicht jeder ist ein Hirte. Sondern die, die Gott berufen hat und ihm diese Aufgabe anvertraut hat. Durch seine Gnade, durch seinen Geist. Durch seine Gnade, durch seinen Geist. Also, Gott setzt ein, eine Gruppe. Und diese Gruppe hat die Verantwortung, die Gemeinde zu weiden, die Gemeinde zu hüten. Es sind mehrere zum Schutz der Gemeinde, aber auch zum Schutz der Apostel, der Hirten selbst. Denn damit sie Rechenschaft geben können, damit sie auch korrigiert werden können. Das geschieht immer in der Gemeinschaft und immer in der Bruderschaft. Das braucht es. Das braucht es. Denn wie gesagt, nicht alle, alle haben alle Erkenntnis, sondern man braucht einander. Und in dieser Weise, wenn gerade auch in der Leitung jeder seinen Platz einnimmt, den Gott ihm gegeben hat, mit der Gabe, die er ihm gegeben hat. So wird die Gemeinde und die Schafe dadurch gesegnet werden. Darf ich an dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung machen? Nicht jeder Älteste hat auch die Berufung zum Predigen zum Beispiel. Es ist nicht automatisch, dass der Älteste ist, auf der Kanzel stehen muss. Aber es ist definitiv biblisch, dass jeder Älteste von der Schrift her lehren muss. Dass er in der Schrift sich auskennt und ein Lehrer der Schrift sein muss. Das bedeutet nicht, dass er ein Prediger sein muss. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen in 1. Timotheusbrief. Vom 1. Timotheusbrief, Kapitel 4 oder 5. Ich muss selber mir kurz sehen und dann weiß ich es. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17.
Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, Vers 17. Besonders die im Wort der Lehre, die im Wort und der Lehre arbeiten. Merkt ihr, wie Paulus ihn unterscheidet? Er sagt, die Ältesten, die gut vorstehen, das heißt, die gut die Gemeinde leiten, die gut die Gemeinde führen, sollte man doppelter Ehre wertschätzen. Doppelter Ehre ist damit gemeint, das heißt, in der Art und Weise, wie man mit denen umgeht. Die haben einen harten Job, die haben eine schwierige Aufgabe. Man muss denen mit Respekt und mit einer Ehre begegnen, es ist keine einfache Aufgabe. Aber nicht nur in der Art und Weise, wie man ihnen gegenübertritt, sondern in der Art und Weise, wie man sie unterstützt. Die besonders gut darin fleißig arbeiten, die sich komplett darin hineingeben. Und dann sollten sie auch nicht noch nebenbei arbeiten müssen und dann komplett sich zerreißen. Paulus sagt, doppelter Ehrewert, das heißt in der Haltung und in finanzieller Unterstützung. Das wird deutlich, indem er die Verse 18 und 19 zitiert und sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber, und er sagt, aber besonders, er hebt eine Gruppe heraus aus den Ältesten, sagt, besonders die, die im Wort und der Lehre dienen. Das kommt nämlich blöd, wenn ich das jetzt sage. Aber das ist nochmal ein Dienst am Wort. Das ist eine ernste Angelegenheit. Das kann man nicht flüchtig machen. Nochmal, das kann man nicht geschwind nach dem Feierabend oder am Samstagabend noch schnell eine Predigt vorbereiten. Das ist eine ernste Angelegenheit. Jakobus sagt, nicht viele sollen Lehrer werden. Warum? Weil sie ein härteres Urteil empfangen werden. Nicht viele sollen das Wort lehren, weil, wisst ihr, wie schnell man dazu kommt, etwas Falsches zu sagen, selbst wenn man es nicht mal will? Wie schnell kommt es dazu, dass man etwas sagt und wisst ihr, wir wissen alle, was Worte auslösen können, oder? Ich spüre das immer wieder. Ich denke, ich habe doch niemandem was getan, aber ich habe es gesagt. Worte lösen etwas aus und gute Worte lösen etwas Gutes aus. Schlechte Worte können so Dinge auslösen wie ein Feuer. Darum schreibt Jakobus, das ist Jakobus Kapitel 3, sagt er, dass nicht jeder ein Lehrer werden soll, denn die Zunge ist gefährlich. Sie kann etwas anzünden, auslösen, das kriegt man nicht hin. Und nur ein Bewerter hat die Zunge im Griff. Das ist eine ernste Angelegenheit, eine ganz ernste Angelegenheit. Und darum, nicht jeder Älteste, der vorsteht, ist auch ein Diener am Wort und der Lehre. Wir werden im Laufe des Studiums und der Bibelstellen, wenn wir Timotheus und Titus uns dazu kommen, in den nächsten Predigten, werden wir sehen, was die Voraussetzungen wirklich sind für die Ältestenschaft. Aber hier geht es darum, Gott gibt eine Ältestenschaft der Gemeinde und er gibt der Ältesten verschiedene Gaben. Und in diesem zusammen wird das zum Segen für die Gemeinde. Ich nehme mir noch ein, zwei Minuten und möchte Vers 2 mit euch noch kurz anschauen, damit wir ab nächstes Mal die Verse 3 und 4 uns beschäftigen können. 1. Petrus, zumindest nehme ich mich ganz kurz hinein. 1. Petrus, Kapitel 5, wir gehen zurück. Also Petrus sagt, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Also Petrus als Mitälteste schreibt an diese Gruppe, an die Ältesten. Und dann schreibt er, und jetzt kommt der Auftrag, Vers 3, schaut mal. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Das ist der Auftrag. Erstens, hütet. Hüten, Petrus kennt das. Jesus hat ihn dreimal gesagt, hüte die Lämmer, hüte die Schafe, weide die Lämmer, weide die Schafe. So, was? Weiden hat mehr den Schwerpunkt der Nahrung, hüten hat den Schwerpunkt mehr des Schutzes. Petrus sagt, schützt die Gemeinde. Ältesten, schützt die Gemeinde. Wie das ist, das haben wir, ich denke, das haben wir angeschaut in anderen Predigten, wo es heißt, sie führen, leiten, reinigen, für Nahrung sorgen, von Angriffen schützen. Das ist die Aufgabe. Das ist das Erste. Der Auftrag ist, hütet. Zweitens, wen sollen sie hüten? Die Herde? Gottes. Ihre eigene Herde? Nein, es ist die Herde Gottes. Hütet die Herde Gottes.
Jesus hat dem Petrus den Auftrag gegeben, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Nicht weide deine Schafe, weide deine Lämmer. Es ist die Herde Gottes, es ist die Herde Jesu Christi. Die Hirten, Petrus gibt ihnen dieses weiter. Was er von Jesus empfangen hat, was er von ihnen gelernt hat, gibt er ihnen weiter und erinnert sie. Liebe Ältesten, es ist nicht eure Herde. Es sind nicht eure Schafe. Sie gehören Jesus Christus, dem Oberhirten. Und jetzt zwei, drei Gedanken dazu. Und das ist sehr wichtig, dass die Hirten das wissen. Die Herde, die Hirten, die Schafe sind kostbar erkauft durch das Blut Jesu Christi. Ich will euch die Bibelstelle Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus erinnert ebenfalls die Ältesten von Ephesus, da waren wir gerade schon, und er sagt ihnen folgendes, Vers 28, Apostelgeschichte 20. Habt Acht auf euch selbst, nämlich die Hirten, und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, das ist die gleiche Formulierung, und jetzt, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gemeinde ist teuer erkauft. Jesus hat für die Gemeinde, für seine Herde, das Blut vergossen. Darum, passt gut auf sie auf, die ich mir erkauft habe. Sie gehören ihm. Jesus hat sein Leben für sie gegeben. Man darf und man kann nicht mit ihnen so fahrlässig umgehen. In Offenbarung Kapitel 1 wird das deutlich, als Jesus beschrieben wird, der inmitten der sieben Gemeinden wandelt. Und wie werden diese sieben Gemeinden beschrieben? Als goldene Leuchter, richtig? Und wisst ihr, warum sie gold sind? Weil sie so kostbar sind. Die Gemeinde ist kostbar, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir so perfekt sind und nie, weil Schafe keine Fehler machen und alles gut ist. Die Gemeinde ist kostbar, weil Jesus sie sich erkauft hat. Und das muss uns absolut klar sein. Der Wert liegt in dem, was Jesus getan hat. Der Wert der Gemeinde ist, weil sie Jesus gehört. Und dann darf man und man kann nicht mit ihr umgehen, wie ich gerne hätte. Wenn Jesus sie erkauft hat, wenn Jesus sie erworben hat, liebe Geschwister, darf er auch die Spielregeln festlegen? Absolut. Es ist seine Gemeinde. Wer sich da mehr vertiefen möchte, empfehle ich das Studium Matthäus 18. Wisst ihr, was Jesus sagt? Was dem droht, der mit einem dieser Kleinen, die an ihn glauben, die ihm gehören, wenn er ihn zur Sünde veranlasst? Was wäre besser mit ihm? Ein Mühlstein um den Hals. Es wäre besser, es abzuhacken. Warum? Es ist sein Leib, es sind seine Schafe, es sind kostbar. Der Ausdruck, den der Petrus gebraucht, er sagt, hütet das Herdlein Gottes eigentlich. Das Griechische beschreibt eine Herdlein. Das ist eine Verniedlichung. Das drückt aus diese Liebe, Hingabe und diese so süß, so lieb. Es ist nicht einfach so eine Herde, sondern seine Liebe zu dieser Herde. Allein in diesem Ausdruck, im Deutschen kommt das nicht so rüber, macht das deutlich, was für eine Hingabe er an diese Gemeinde hat und wie sehr er sie liebt, wie wertvoll sie ist. Und er sagt, passt bitte auf die auf, die mir gehören. Ich habe einen teuren Preis für die bezahlt. Drittens, und ich komme zum Schluss, also hütet die Herde Gottes, die Herde, die Gott gehört und jetzt die bei euch ist. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Die Ältesten haben keinen Auftrag, die ganze Herde zu hüten. Der Älteste hat nicht den Auftrag, Jesus gibt ihm nicht ganze Gemeinde und sagt, hütet die ganze Gemeinde auf der ganzen Welt zu aller Zeiten. Die Ältesten haben den Auftrag, die zu hüten, die Gott ihnen gibt. Jesus ist der Hirte über die ganze Gemeinde, aller Orten und aller Zeiten. Aber er setzt einen Unterhirten und er gibt ihnen einen Teil der Herde. Er vertraute ihnen eine bestimmte Personengruppe an, einen bestimmten Teil der Herde und sagt, pass bitte auf die auf, du musst nicht auf alle aufpassen, aber die, die bei euch sind, die ich dir an die Seite stelle, die ich dir gebe, auf die musst du aufpassen. Ich würde so weit gehen, dass die Ältesten dieser Gemeinde nicht dafür für die Gemeinde in Funkstadt zuständig sind. Auch nicht in Brasilien oder in Stuttgart oder in Böbingen. Die haben genug Arbeit mit dieser Herde. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Das ist genug Arbeit für sich, die bei euch ist.
Das ein Gedanke dazu. Wir finden in der Bibel nirgendwo Mitgliederlisten. Im Neuen Testament findet ihr keine Stelle, wo es heißt, und wenn ihr eine Gemeinde beitretet, dann müsstet ihr aufgenommen werden und in ein schönes, worüber ich mich so gefreut habe, über Mitgliedsverzeichnis mit Bildern. Ja, endlich kann ich die Namen zu Gesichtern zuordnen. Das war so gut. Aber steht, das ist keine biblische Lehre, oder? Ist es falsch? Nein. Der Punkt ist der, die Mitgliederlisten, das ist nach meinem Verständnis, prüft also, ob es Sinn macht oder nicht. Die Mitgliederlisten haben eher was für die Hirten mit den Hirten was zu tun, als mit den Schafen. Wenn ich auf dieser Liste stehe, bedeutet nicht, oh, jetzt gehöre ich zu der Gemeinde. Stehe ich nicht auf der Liste, ich gehöre nicht zu der Gemeinde. Wo steht das in der Bibel? Wir können keinen Maßstab für Eintritt in den Leib Christi höher legen, als Jesus ihn legt. Und wie ist der Maßstab bei Jesus? Wer an ihn glaubt. Durch den Geist hineingetauft in den Leib gehört Jesus, in den Leib, in die Gemeinde, oder? Warum aber diese Liste? Die Hirten sollen wissen, für wen sie verantwortlich sind. Auf wen sollen sie denn Acht geben? Die können nicht auf alle Acht geben. Es hilft den Ältesten der Gemeinde zu sagen, das ist mein Schaf, in Anführungsstrichen, das ist der Schaf, der bei mir ist und das ist auch der Schaf, der bei mir ist und der ist mir auch anvertraut. Meine Aufgabe ist, für diese zu sorgen. Das ist gut, es hilft. Nebenbei, sonst kann man auch keine Gemeindezucht üben. Man kann nicht sagen, oh, das geht gar nicht. So, Petrus richtet sich an die Ältesten der Gemeinde. Es ist eine Personengruppe, es ist nicht nur einer. Jeder dient mit seiner Gabe in diesem Team. Und er bittet, hütet, das heißt schützt die Gemeinde. Und welche Gemeinde? Die ich mir teuer erkauft habe, meine Gemeinde. Bitte passt auf das, auf was mir gehört. Ich vertraue euch das an. Überlegt mal, ich hoffe an all die Ältesten, dass wir das nie vergessen, dass ihr das nicht vergesst. Überlegt mal, Gott vertraut uns etwas an, was so kostbar ist und ihm gehört. Man kann damit nicht fahrlässig umgehen und rumspielen, wie man möchte. Es gehört Gott. Es gehört Jesus. Passt auf die, die ich euch zur Aufsicht gebe. Nicht auf alle, die ich euch gebe, die bei euch sind. Wie sie das tun sollen, ab Kapitel 5, ab Vers 3 in der nächsten Predigt.